von entscheidender Bedeutung für das Urteil ist das Jahr 2002. Damals hatte die rot-grüne Bundesregierung mit den Energiekonzernen den Ausstieg aus der Kernenergie vereinbart. Als Ausgleich wurde den Konzernen zugesichert, dass sie noch für längere Zeit bis zum Jahr 2022 mit ihren Atomkraftwerken Strom produzieren dürfen. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima wurden für alle Kernkraftwerke neue Abschaltdaten festgelegt. Dies hatte zur Folge, dass die beiden Konzerne Vattenfall und RWE zwei zugesagten Reststrommengen nicht mehr verbrauchen. Dafür müsse der Gesetzgeber einen Ausgleich schaffen. So der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhoff. Im Ergebnis erweisen sich deswegen für die Beschwerdeführung Vattenfall RWE die Beschränkung der 13. ATG-Novelle als unzumutbar. Soweit die 2011 eingeführten Abschaltfristen bei ihnen dazu führen, dass sie die 2002 zugestellten Strommengen nicht mehr in Konzern. Der an sich zulässigen gesetzlichen Eigentumsausgestaltung fehlt hier die verfassungsrechtlich notwendige Ausgleichung. Bis spätestens Mitte 2018 muss nun der Gesetzgeber eine Ausgleichsregelung schaffen. Unklar ist allerdings nach dem heutigen Urteil, wie diese aussehen wird. Das heißt, ob und wenn ja, wie viel Geld die Energiekonzerne beanspruchen können, ist völlig offen. Theoretisch wäre es auch denkbar, dass der Gesetzgeber die Laufzeiten einzelner Atommeiler verlängert. Das wäre als Ausgleich für die beiden Konzerne RWE und Vattenfall. Dann kommt noch das Jahr 2010 ins Spiel. Die zu dieser Zeit regierende schwarz-gelbe Bundesregierung hatte damals beschlossen, dass die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert werden sollen. Daraufhin investierten die Energiekonzerne in die Atomenergie. Ein halbes Jahr später folgten Fukushima und Ikea. Für diese nutzlos gewordenen Investitionen müssen die Konzerne entschädigt werden.